Willkommen zu diesem nächsten Video und vielleicht kennst du diesen Film hier, ja, mit Arnold Schwarzenegger, richtig krass damals dieser Film und ich habe mich damals schon gefragt, Alter, was soll denn das? Aber ich habe damals einfach nicht die Zusammenhänge gecheckt. Ich war auch damals deutlichst jünger, aber heute sieht man das Ganze natürlich aus einer etwas anderen Sicht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, denn das, was damals Science Fiction war, das, was damals nur ein Film war, das scheint jetzt demnächst Wahrheit zu werden. Ein Traum. Ein Traum für diejenigen, die natürlich wirklich darauf Lust haben. Wir stehen in einem Wandel. Die Welt verändert sich und Männer verändern sich und Frauen verändern sich. Frauen werden zu Männern und Männern werden zu Frauen und zu Eseln und zu sonst irgendwas. Ja, aber Männer können jetzt sich wirklich ihren Wunsch und ihren Traum erfüllen. Sie können schwanger werden. Demnächst soll es losgehen. Und zwar der Telegraph schreibt richtig krass: Gebärmuttertransplantation bedeuten für leibliche Männer eine Schwangerschaft in den nächsten 10 Jahren. Also das ist richtig, richtig übel, finde ich. Also ich finde es krass. Wie weit entfernt von der Natur muss man sein? Wie weit von dem höheren Etwas muss man sein, entfernt sein, dass man sich sowas macht? Also welche, auf gut Deutsch, man könnte ja auch sagen, vielleicht, welche Probleme hat man eigentlich? Ja, also ich finde es wirklich ganz, ganz krass. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und weiter im Text auch hier: Während britische Chirurgen den ersten britischen Eingriff dieser Art feiern, richtet sich die Aufmerksamkeit auf ethische Grenzen für Transfrauen. Letzte Woche deuteten Gebärmuttertransplantationen in den USA hin, dass sie kurz davor stünden, Transgender-Frauen Geburt ihrer eigenen Kinder zu erfüllen. Das ist einfach nur krass. Also ich bin wirklich sprachlos. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Also lass gerne einen Kommentar, deine Meinung da und bleib unbedingt dran. Und vielleicht schaust du ja nochmal den Film mit dem Arnold Schwarzenegger. Ja, Junior. Richtig, richtig krass. Also ich gehe jetzt einen Kaffee trinken und dann wünsche ich euch weiterhin auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Dementsprechend bleibt gesund und munter, euer Markus.